4 Siege am Stück, Achtelfinale in der Champions League und heute hauen wir Leipzig weg. Und damit herzlich willkommen zur Folge 4 unserer Dortmund-Serie. Schaut mal hier, das ist unser Terminplan. Der sieht einfach wunderschön aus. Alles ist grün, bis auf dieses Spiel gegen Lens, das tatsächlich nach dem 0:1 gegen den VfL Bochum in der ersten Folge unsere einzige Niederlage bisher in dieser Serie war. Und seitdem ist es wirklich gut gelaufen. Wir haben gemeinsam letztes Mal das Spiel gegen die Bayern gemacht. Wir haben das Spiel gegen Manchester City gemacht. 1 gewonnen, das gegen die Bayern unentschieden. Und seitdem lief es weiterhin richtig gut. Gegen Lens gewonnen 2:1, Stuttgart 4:2 weggeklatscht. Und in diesem Spiel wollte ich euch gerne mal das 2:0 zeigen, denn das ist einfach nur Kombinationsfußball vom Feinsten. Bensebaini, Reus, Haller und das Ding ist drin. Bensebaini, der jetzt ja mittlerweile als inverser Flügelspieler auf Unterstützen spielt und das richtig, richtig gut macht. Ich habe eine kleine Rollenanpassung gemacht auf Rechtsaußen. Das ist nämlich kein vorgeschobener Spielmacher mehr, sondern ein Raumdeuter auf Angreifen. Also jemand, der ständig auf der Suche nach Räumen ist. Ein Raumdeuter ist jemand, der im Grunde erstmal ungefährliche Räume auf den Flügeln besetzt und dann auf einmal zuschlägt. Zack, ist er da, im Grunde unsichtbar und dann spielt er entweder einen entscheidenden einen Pass, spielt eine Flanke oder macht eben das Tor. Wenn man mit Raumdeuter spielen möchte, dann braucht man natürlich sehr gute Attribute in den ganzen Spielintelligenzgeschichten wie Antizipation, Entscheidung, Konzentration, Nervenstärke ohne Ball und so weiter und so fort. Ein Spieler braucht einen guten Antritt, eine gute Ausdauer, weil er viel unterwegs ist, sich viel nach Räumen umschaut und dann eben für die entscheidende Situation eine gute Technik, einen guten Abschluss, eine gute Ballannahme natürlich und das ist auch wieder, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man im FM nicht nur auf die Attribute achten sollte, die hier gehighlightet sind, sondern auf alle Attribute. Wir spielen natürlich einen Fußball, der relativ viel auf kurzes Passspiel setzt, der relativ viel auf Ballbesitz, auf Kombinationsspiel setzt. Das heißt, für mich ist eigentlich auf jeder Position auch das Attribut Passen wichtig. Auch wenn es hier jetzt nicht gehighlightet ist, auch der Raumdeuter wird in unserem System viel am Ball sein und das ist er natürlich auch. Deswegen brauchen wir auch gutes Passspiel, eine gute Übersicht und das hat zum Beispiel Julian Brandt oder auch, und das ist unsere zweite Option dann auf rechts außen, Marco Reus. Kommt mittlerweile auch ein wenig in der Jahre. Auf der Raumdeuter-Position ist das Tempo an sich nicht so wichtig, wie vielleicht wenn er Flügelspieler spielen würde. Deswegen habe ich diese Rolle auch vor allem wegen Marco Reus ausgewählt, damit er da weiterhin seinen Platz in der Taktik findet. Und das macht er bisher auch wirklich, wirklich gut. 2 Tore, 2 Vorlagen. Ist zwar auf dem Papier nicht super viel, aber eine ganz gute Durchschnittsbewertung hat er. Ich habe hier, bin ich von der falschen 9 jetzt erstmal auf eine hängende Spitze gegangen, weil ich das Gefühl habe, dass die sich nochmal ein bisschen besser ins Spiel integriert. Mit der falschen 9 bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden, auch wenn die sich immer gut angeboten hat hier. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit der hängenden Spitze doch ein bisschen besser funktioniert oder eben dann mit einem Zielspiel auf Unterstützen, so wie wir es gegen Man City und auch gegen die Bayern gemacht haben, glaube ich zumindest. Ja, Default ist aber erstmal eine hängende Spitze. Ist so ähnlich wie ein Zielspieler, nur dass eine hängende Spitze nicht so oft hoch angespielt wird wie eben der Zielspieler. Ja, und eine weitere Sache, die ich jetzt mal gemacht habe, ist eben eine defensivere Taktik zu erstellen. Das ist dann jetzt das hier geworden. Das ist eine Taktik, die eben weiterhin ein 4-2-4 ist, aber, und das ist eben das, was diese Taktik defensiver macht, wir haben mit dem Linksverteidiger, den beiden Innenverteidigern, dem Sechser aufverteidigen und dann noch den balleroberner Mittelfeldspieler im Zentrum quasi so einen Fünferblock, der darauf aus ist, das Spiel zu zerstören und eben ein bisschen konservativer an die ganze Sache rangeht. Vorne drin bietet es sich hier dann an, tatsächlich mit dem Zielspieler zu spielen, also jemand, der dann auch hoch angespielt werden kann. Ich habe das Passspiel auf vertikaler gespielt und diese Taktik, die muss jetzt natürlich erstmal eingeübt werden, bis wir sie dann in der Rückrunde in den entscheidenden Champions League spielen, vielleicht in den Rückspielen, wenn wir im Hinspiel gegen vielleicht Real Madrid oder sowas dann führen, dann können wir im Rückspiel auf diese Taktik gehen und einfach mal ein bisschen mauern. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich werde das Ganze jetzt natürlich hier im Training einstellen, dass wir das Ganze auch trainieren und ja, heute haben wir wie immer 2 Spiele, wobei vielleicht machen wir sogar 3. Machen wir 3 Spiele? Ja, komm, ich gönne euch heute mal was, wir machen mal 3 Spiele und zwar geht's los mit Hertha, dann haben wir Leipzig, das Topspiel in der Bundesliga. Die Tabelle sieht nämlich aktuell so aus. Wir sind Dritter, weil wir noch ein Spiel weniger haben. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Also der Spielplan ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also normalerweise müssten wir gleich viele Spiele wie Leipzig haben. Liegt wahrscheinlich an den internationalen Wettbewerben, am Supercup oder was weiß ich was. Aber jedenfalls können wir mit einem Sieg dann theoretisch an Leipzig vorbeispielen, wenn wir das Extraspiel dann auch noch gewinnen würden. Ist alles ein bisschen kompliziert, aber wir können, und das ist besonders wichtig, an den Bayern vorbeiziehen und ja, weiterhin den Abstand auf Leverkusen halten. Ja, und in der Champions-League-Gruppe sieht es so aus. Wir sind Erster, wir bleiben auch Erster, weil es gibt nur noch ein Spiel, 4 Punkte vor City, das heißt, die können uns im letzten Spiel auch nicht mehr überholen. Das haben wir, das werden wir jetzt noch im Video machen und das ist auch der perfekte Anlass, um gleich mal unsere neue Taktik zu testen, ob sie denn wirklich funktioniert. Eigentlich sogar wirklich der perfekte Ansatz gegen eine Mannschaft, die rein qualitativ natürlich viel besser ist als wir. Ja, mal schauen, wie das funktionieren wird. Aber first things first, wir haben ein Spiel im Pokal, 3. Runde in Berlin. Ist wahrscheinlich nicht besonders einfach. Wie gut ist Hertha in der 2. Liga? Ist aktuell 4., also besser als in der Realität. Der HSV weiterhin nur 13., oh Mann, oh Mann.
Wer ist Trainer? Peter Zeidler ist Trainer. HSV hat Tim Walter entlassen. Und bei Schalke, wo ist denn Schalke? Da, Elfter, auch nicht viel besser. Karel Gerrards macht's noch. Aber ich kann mir vorstellen, dass er bald auch die Segel streichen muss. Und ich weiß gar nicht, was hier mit dem Facepack los ist. Das ist nicht Hassan Uğurdraogo. Irgendwann mal dieses Regen-Facepack draufgeballert, aber scheinbar auch Spieler überschrieben, die nicht unbedingt überschrieben werden müssten. Naja gut, er muss sich nochmal entfernen. Und in der dritten Liga sieht es aktuell so aus, werden wir jetzt nicht genau darauf eingehen. Einzig das, was interessant ist, ist, dass Julian Reikhoff, unser Junge aus der zweiten, sich zum einen richtig, richtig gut entwickelt und zum anderen aktuell Top-Torschütze ist in der Liga. Positive Nachricht für uns. Ich habe außerdem hier Filippo Mané, den habe ich nach oben gezogen in die erste Mannschaft. Der hat jetzt nur noch 3 Sterne Potenzial mittlerweile, also gedacht, dass da eigentlich ein bisschen mehr kommt. 1,5 Sterne Fähigkeit, 3 Sterne Potenzial, aber der wird heute wahrscheinlich mal seine ersten Einsätze bekommen, weil wir sind doch, was die Fitness angeht, haben wir mittlerweile doch einige Probleme. Viele Spieler sind wirklich ein bisschen müde. Ich habe vorhin schon die Nachricht bekommen von unserem medizinischen Team, dass Schlotterbeck und Süle eigentlich eine Pause bräuchten, weil sie doch schon komplett am Ende sind. Außerdem eine Sache, die ich gemacht habe, ist Thomas Meunier zu verkaufen. Der hat sich beschwert, weil er keine Einsatzzeiten bekommt. Und dann habe ich ein neues Feature benutzt, was es im FM gibt. Und das ist das hier. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Aber man kann jetzt im neuen FM einen Spielervermittler zum Verkauf des Spielers anstellen. Bei Benze Baini funktioniert es nicht. Hier, Spielervermittler zum Verkauf des Spielers anstellen. Das würde zum Beispiel gehen. Dann hat man hier jetzt 3 Spielervermittler zur Auswahl, die ganz gute Kontakte im Fußballbusiness haben und dann eben für diesen Spieler einen neuen Verein finden würden. Der Haken daran ist, dass sich der Spielervermittler 10%, 6%, 7% der Ablösesumme nimmt. Das heißt, es kann Sinn machen, sich da lieber selbst drum zu kümmern, aber wenn man für einen Spieler wirklich keinen Abnehmer findet, dann ist das eine ziemlich coole Möglichkeit, um trotzdem noch loszuwerden. Bei Wolf ist es tatsächlich so, dass wir Interesse haben, internationales Interesse an Marius Wolf. Hier, die Bayern möchten Wolf gerne haben, die wollen 16,5 Millionen Euro ausgeben für Marius Wolf. Was sagt ihr? Würdet ihr 16,5 für Wolf annehmen? Ich glaube, dass, also wenn die Bayern tatsächlich die 16,5 bezahlen, dann finden wir jemand Besseren für die Position. Das würde ich wahrscheinlich annehmen. Vielleicht noch versuchen, auf 20 hochzuhandeln, aber ganz ehrlich, das Geld würden wir, glaube ich, nehmen. Und der VfB Stuttgart entlässt den Trainer und stellt Christian Titz ein. Die haben hier Dingens entlassen. Sebastian Hoeneß sind auch 16. Bei denen läuft überhaupt nicht. Die haben auch gerade 4-2 geschlagen. Und wir stellen eben dafür Christian Titz ein, jemanden, den ich ja noch aus Hamburg kenne. Spannender Trainer, der für Ballbesitzfußball steht, der für ziemlich krassen Ballbesitzfußball steht. Bin gespannt, wie der mit dem VfB Stuttgart klarkommt. Jetzt müssen wir aber erstmal reingehen in das Pokalspiel gegen Hertha BSC. Pauli ist schon draußen, HSV ist draußen, Elversberg schlägt Fürth und Stuttgart verliert gegen Bochum. Das war dann wahrscheinlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gegen den Zweitligisten nicht ausscheiden. Ich werde natürlich mit der Taktik spielen, die uns in den letzten Wochen so viel Freude bereitet hat. Und eine positive Nachricht ist auch, dass Jamie Bino Gittens wieder am Start ist. Der kann 45 Minuten spielen. Ich glaube, ich lasse ihn direkt mal spielen. Ich werfe ihn direkt mal rein auf links außen, werde ihn dann zur Halbzeit runternehmen und wahrscheinlich dafür mit Julian Duranville bringen, der das auch ganz gut macht. 5 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Also der entwickelt sich jetzt schon ganz gut und der zeigt auch gute Leistung. Also den kann ich ohne Probleme reinwerfen. Der hält das Niveau auf jeden Fall mit. Schlotterbeck habe ich mal als tiefer Sechser probiert, fand ich ganz gut. Hat das gut gemacht. Salihaçan will ich mal ein bisschen Spielzeit geben. Der hat sich auch schon beschwert, dass er zu wenig spielt. Ich nehme mal Filippo Mané mit auf die Bank, glaube ich, für Matteo Morey. Stell mal Reiner auf rechts. Kann der einen Raumdeuter machen? Schwierig, ne? Aber ich traue es ihm einfach mal zu, dass er das hinbekommt. Yuen Ryerson auf rechts. Thomas Meunier nehmen wir mal raus. Ich glaube, der würde hier keine Spielzeit mehr bekommen. Dafür nehmen wir dann tatsächlich lieber... Ja, komm, Schlotterbeck kommt trotzdem mit, obwohl er eigentlich eine Pause braucht. Ich stelle Atakan Karaso auf. Das hier ist so ein bisschen jetzt ein Spiel für die Jungs, die ein wenig ins Hintertreffen geraten sind, die wenig gespielt haben. Und ich möchte, glaube ich, auch ganz gerne Filippo Mané einfach mal auf dem Platz sehen. Soll nicht heißen, dass ich das Spiel jetzt abschenke. Aber ich finde ganz ehrlich, also der FM gibt nämlich 1,5 Sterne. Ich glaube nicht, dass er so schlecht ist. Also der hat in allen relevanten Attributen eigentlich ganz gute Werte. Deckung 13, Tackling 12, Kopfball 13 ist völlig in Ordnung. Physisch ist er definitiv auf einem guten Niveau. Ich glaube, gegen die Hertha sollte das eigentlich reichen. Er ist nirgendwo wirklich mega gut, aber auch nirgendwo wirklich mega schlecht. 18 Jahre jung, der braucht Spielpraxis, um sich zu entwickeln. Und er kriegt jetzt heute sein Debüt für den BVB. Bester auf rechts, Ryerson, Hummels, Mané zusammen in der Innenverteidigung, Beino, Gittens, Haller, Füllkrug. Können wir mal machen. Komm, wir lassen einfach mal die Doppelspitze aus Haller und Füllkrug spielen, gucken mal, wie das funktioniert. Und gehen rein in das Spiel gegen die Hertha. Ich habe 3 Ersatzspieler zu viel ausgewählt, kein Ding. Filippo Mané braucht noch eine Rückennummer, bekommt die heiß begehrte Rückennummer 32 von Abdoulaye Camara. Würde er sich drüber freuen, kann er sich zu Hause dann in den Schrank hängen. Und auf geht's. Ich hoffe, dass die Taktik jetzt hier auch nur annähernd so gut funktioniert wie, ja, super Schrift, weiße Schrift auf weißem Grund, sehr gut. Ich hoffe, dass die Taktik jetzt auch nur annähernd so gut funktioniert wie in den Spielen ohne euch. Das wäre doch ganz nett. Das ist unser Team. Und jetzt gehen wir rein. Ja, die ersten 20 Minuten waren jetzt wie immer relativ ereignisarm. Es ist noch nicht viel passiert. Jetzt kommt die Härte das erste Mal. Fabian Reese auf Haris Tabakovic, der da jetzt gegen Filippo Mané, Reese, Mané klärt. Macht er gut. Bukalakis
Und wir sind wieder im Ballbesitz. Wir mit deutlich mehr Ballbesitz. Pässe kommen an, 88%. Hertha mit 38% Ballbesitz. Und Abschlag Gersbeck. Den holen wir uns. Saliocan ist da. Niklas Füllkrug hat hier mehrere Optionen. Findet Jamie Bynoe Gittens, der den Ball aber verliert. Der natürlich erstmal wieder reinkommen muss nach seiner Schulterverletzung. Das erste Mal jetzt hier wieder auf dem Feld steht. Dardai gegen Mané. Mané sieht nicht gut aus. Pellistri mit dem Kopf. Und das ist natürlich einer für Gregor Kobel. Wir haben hier Probleme. Die erste halbe Stunde gegen die Hertha. Offensiv ist noch nichts passiert. Wisst ihr was? Ich glaube, wir werden das Tempo mal ein bisschen erhöhen, um die Berliner da hoffentlich ein wenig in die Bredouille zu bringen. Einwurf Beste jetzt. Bynoe Gittens nimmt sich den Ball. Man sieht direkt, dass er was drauf hat. Sehr, sehr kurze, kleine, schnelle Bewegung. Mané hat ja auch, glaube ich, 17 Dribbling, ne? Also definitiv jemand, der auch im FM in der Match Engine super funktionieren sollte. Saliocan, Mané. Und zurück auf Gregor Kobel, der hier als mitspielender Torwart ordentlich weit rauskommt. Mats Hummels. Hat er eine Idee mit dem Außenriss vielleicht? Spielt den Ball mit dem Außenriss tatsächlich. Reyna zieht ins Zentrum. Legt ihn gut auf Füllkrug. Und Gersbeck hält. Erste wirklich gute Chance für uns. Also der FM sagt hier in dieser Momentumsanzeige, wir sind die bessere Mannschaft, auch wenn wir uns, wie gesagt, keine großen Chancen rausspielen. Jetzt Bynoe Gittens. Filippo Mané zurück auf Saliocan. Freistoß. Dardai. Pfosten. Gefährlich. Und damit ist Halbzeit. Kein gutes Spiel hier im Olympiastadion. Insgesamt nur 5 Schüsse, die wir gesehen haben. Wir sind hier die spielbestimmte Mannschaft, aber das ist nicht genug. Völlig inakzeptabel. Wir wollen hier definitiv mehr sehen. Ich tausche die beiden mal. Füllkrug als hängende Spitze, Haller vielleicht als Stoßstürmer. Scheint noch nicht so perfekt zu funktionieren. Und wir müssen Bynoe Gittens rausnehmen, damit der Junge sich nicht wieder verletzt. Wir bringen Duranville rein. 18-Jähriger raus, 17-Jähriger rein. Beim BVB setzen wir hier natürlich auf die Jugend. Mané sucht eine Anspielstation, findet Niklas Füllkrug. Duranville. Über links. Duranville gegen Sefauk. Bringt die Flanke. Gio Reyna am zweiten Pfosten. Saliocan. Und es steht 1:0 für den BVB. Saliocan, das erste Tor in dieser Saison. Ich weiß nicht, wie viele Tore der Mann generell schon für den BVB geschossen hat, aber viele können es nicht sein. Gute Flanke von Duranville hinten auf Gio Reyna, den ich ja eigentlich nicht so gerne auf Angreifen spielen lasse, weil er dann eben viel im Strafraum unterwegs ist. Hier macht das aber gut, holt den Kopfball. Gersbeck kommt da nicht mehr hin, Saliocan. 50. Minute, 1:0. Jetzt nächste Möglichkeit, Ecke Beste. Die wird er wie immer auf den langen Pfosten schlagen. Da kommt Füllkrug, aber nicht ran. Mané sammelt den Ball auf. Ja, behauptet sich da gut gegen Tabakovic. Hat immer noch den Ball, legt ihn zurück auf Atakan Karasor. Macht Mané da gut, behält die Ruhe. Verliert den Ball nicht. Ich hatte ein bisschen Angst, hätte ich gesagt. Saliocan. Rechts raus, Riasson. Kann ihn durchstecken. Macht er nicht. Bringt er jetzt die Flanke? Macht er auch nicht. Jetzt bringt er die Flanke. Gersbeck ist da. Und wir bleiben weiterhin im Ballbesitz. Das ist stark da vorne von Haller, dass er sich den Ball so holt. Duranville aus Spitzenwinkel. Knapp vorbei. Ja, der macht das wirklich gut da auf links außen. Füllkrug jetzt. Wieder auf Karasor, Saliocan. Riasson auch rechts, haben wir immer Überzahl. Riasson flach rein, Haller 2:0. So einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen. Die Berliner sind hier ein bisschen überfordert jetzt. Vor allem Lukoki hier auf der linken Seite spielt meistens gegen zwei, wenn Riasson sich vorne mit einschaltet. Dann gegen Riasson, Özcan und Reyna hat er dann so ein paar Problemchen im Zentrum. Passt Leister nicht auf Haller auf und wir führen hier mit 2:0. Özcan, starke Grätsche gegen Palko Dardai. Duranville wieder. Mit dem Außenriss raus auf Reyna. Özcan. Beste. Oh, was für ein Ball von Beste auf Reyna. Ist das gut gespielt, ne? Ist das gut gespielt. Guckt der VAR rauf? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt hier noch gar kein VAR. Doch, gibt's. Stegemann hört den VAR an. Es zählt aber. Das Tor zählt. Der Pass von Beste wird belohnt. Beste hier als inverser Flügelverteidiger. Wieder genau in der Position, in der man ihn sehen möchte. Spielt einen tollen Ball auf Gio Reyna, der da als Raumdeuter den Raum findet. Raum gesucht, Raum gefunden. 3:0 für uns. Und damals ist es jetzt ein richtig guter Auftritt.
Und auch vor allem, und das gefällt mir nämlich richtig gut, es war ja mal was, womit der BVB Probleme hatte in den letzten Jahren. Das ist die Chancenverwertung gewesen, die Effektivität vom Tor, und die haben wir halt komplett. Wir haben hier in diesem Spiel und auch in den letzten Spielen immer nicht viele Chancen, aber wir machen eben vorne die Dinger. Wir haben vorne abschlussstarke Spieler mit Füllkrug, mit Haller, wir haben Jungs, die da für ordentlich Bewegung sorgen, wie ein Reiner, wie ein Brandt, wie ein Reus. Also das ist einfach eine bockstarke Offensivmannschaft. Und jetzt steht es hier sogar 4-0 und es ist wieder Sebastian Haller, wieder geht's über rechts. Eieieiei, jetzt schrauben wir die Hertha hier komplett auseinander. Sieht richtig, richtig, richtig gut aus, was wir hier machen. Haller schön rechts raus, leitet es selbst ein. Riasson hat nicht wirklich einen Gegenspieler. Rehse kommt zu spät. Leistner wieder nicht nah genug dran an Sebastian Haller. Und 4-0. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen durchwechseln und noch ein paar Spielern die Chance geben, die nicht so oft spielen. Aber im Grunde weiß ich gar nicht, wen ich hier bringen soll. Ich werde mal Felix Metscher ausprobieren als hängende Spitze. Ich glaube, das müsste eigentlich auch ganz gut können. Das testen wir mal. Dafür geht Füllkrug mal runter. Er ist irgendwann besonders müde. Ja, ich glaube, Beste könnte mal... Ja, wobei Beste spielt auch nicht so viel. Hummels geben wir mal eine Pause. Bringen dafür Niklas Süle mal rein. Oder Emre Can. Ja, komm, wir bringen mal Emre Can für Mats Hummels. Der Mann soll sich nicht zu sehr verausgaben. Und dann nehmen wir doch nochmal Beste raus. Bringen Benzemaini für eine halbe Stunde. Nicht mal für 20 Minuten. Hoffen einfach, dass sich jetzt da keiner mehr verletzt. Riasson, 9,5er Bewertung. Über den geht da wirklich alles. Man sieht hier rein an den Bewertungen schon, über welche Seite bei uns viel geht. Ne? Also links alle keine hohe Bewertung und rechts 8,6, 8,3, 7,7 und 9,5 für unseren Rechtsverteidiger. Ja, krass. Geben wir Riasson nochmal seinen verdienten Applaus. Süle kommt nochmal über den rechten Flügel rein. Und damit ist das Spiel durch. 4-0 in Berlin. Es war wirklich ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Erste Halbzeit nichts passiert, zweite Halbzeit haben wir dann aber wirklich mit jedem Abschluss einen gemacht, ne? Also mit fast jedem Abschluss. Nicht schlecht, nicht schlecht. 5 Schüsse aufs Tor, 4 Tore. Das kann sich absolut sehen lassen. Ein deutlicher Sieg ist wohl kaum möglich. Ganz stark, Jungs. Und dadurch ist dann eben auch die Vereinsatmosphäre so gut, wie sie nur sein könnte. Die Spieler haben Spaß am Fußball und ziehen an einem Strang, sodass sie keinen Grund zur Klage haben sollten, außer im Fall eines ernsten Problems. Matteo Morey ist der einzige Spieler, der ein bisschen besorgt ist, weil er eben nicht spielt. Unterstützung für den Trainer ist durchschnittlich, aber die Jungs werden sich schon noch an mich gewöhnen, hoffe ich mal. Wie sieht es mit den sozialen Gruppen aus? Immer besser. Wir hatten zu Beginn waren es mehrere Gruppen, mehrere einzelne Grüppchen. Mittlerweile haben wir eine Kerngruppe und eine Nebengruppe. Das Optimum wäre natürlich, wenn alle Spieler in einer Kerngruppe wären, wenn sich jeder mit jedem verstehen würde, aber auch so ist es schon ziemlich, ziemlich gut. Wir gewinnen im Pokal, ich werde das delegieren. Filippo Mané könnte eine Pause vertragen, weil er ein wenig erschöpft ist. Okay, hat 11 Spiele gemacht in der zweiten Mannschaft. Das ist schon hart, dass er jetzt schon erschöpft ist. Er ist aber auch froh, es in den Spieltagskader geschafft zu haben. Ich denke, der wird eine ziemlich gute Woche gehabt haben, hat auch 90 Minuten durchgespielt und hat es auch gut gemacht. 7,2 Bewertung, da kannst du im Grunde nichts sagen. 2 Kämpfe, 3 abgefangene Bälle, keinen einzigen Zweikampf, aber 95% Pässe, 67% gewonnene Kopfbälle, das ist doch alles sehr in Ordnung. Wie groß ist der eigentlich? 1,88, ich fand, da sah in der Match-Engine eben ziemlich klein aus. Riasson natürlich guter Mann, erstklassig. Und ja, damit gehen wir rüber zum nächsten Spiel und das ist dann eben das Spiel gegen RB Leipzig in der Bundesliga, das Spiel, worauf es dann wirklich ankommt. Wir haben nicht lange Zeit. Ich denke, ich werde mal ein paar Spielern eine kleine Pause vom Training verordnen. Bei den Jungs hier, die werden mal Training, Pause, 2 Tage. Damit die Jungs sich nicht überstrapazieren und sich im Zweifel verletzen. Denn wir brauchen sie natürlich vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Und hier haben wir die nächste Nachricht. Sebastian Haller wäre bereit für Wechsel zum FC Chelsea. Chelsea will seiner Offensive mehr Körpergröße zufügen. Sie denken intensiv darüber nach, ob sie den 29-jährigen Stürmer Haller zum Verein holen sollen. 52 Millionen Euro. Spieler wie Nicolas Jackson hätten dann vielleicht keine langfristige Zukunft im Verein. Also wenn Todd Bowley seinen Portemonnaie aufmacht und uns damit beschenkt, dann wäre das völlig in Ordnung. Sebastian Haller, ich wäre bereit, darüber zu reden, ihn abzugeben, glaube ich. Ja, wobei man auf dem Markt wenige Stürmer findet, die besser sind, ne? Schauen wir mal. Also wenn es dann tatsächlich 50 bis 70 Millionen Euro geben sollte, dann werden wir darüber nachdenken. Und sollte dann ein Nicolas Jackson am Ende gehen müssen, werden wir dann natürlich auch mal nachfragen. Das ist natürlich auch mal ziemlich interessant. Oder wir holen uns im Gegenzug eben einen Spieler, der fast noch besser ist als Sebastian Haller mit Robert Glatzel. Das wäre doch was, oder? Und die nächste Nachricht, Man United jagt Schlotterbeck. 67 Millionen Euro wollen sie für Schlotterbeck bezahlen. Also Schlotterbeck möchte ich nicht abgeben. Der hat sicherlich noch eine Menge Potenzial. Auch wenn er hier, 3,5 Sterne, 4 Sterne Potenzial, aber ich glaube, wenn wir den regelmäßig spielen lassen, ja, dann wird er sich noch um einiges verbessern können, kann auch in der Defensive halt alles spielen, kann sogar ZM spielen, ne? Das ist auch nicht ganz uninteressant, ist ein guten defensiven Achter. Also Schlotterbeck werden wir auf jeden Fall behalten, den werde ich nicht gehen lassen, außer es ist nicht anders möglich. Vertrag bis 27 hat er ja noch, das heißt, da müssen wir nicht aktiv werden. Und hier haben wir einen weiteren interessanten Punkt, denn der Jugendabteilungsleiter Lars Ricken kommt zu uns und zeigt uns eine kleine Vorschau zu den Jugendspielern
Spielern, die aus den U-Mannschaften des BVB zu uns stoßen werden, die besten Jungs in der U17, in der U16 sind. Und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Guck mal hier, Torhüter, zentraler Mittelfeldspieler, Flügelspieler, Stürmer. Alle richtig, richtig interessant. Große Talente, die da auf uns zukommen. Das heißt, auf die Folge freue ich mich auch jetzt schon. Das wird dann im März passieren. Ich denke, das werden wir dann mal in der übernächsten Folge machen oder in der Folge danach. Da werden wir uns dann mal die neuen Jugendspieler anschauen und gucken, inwiefern da jemand mit dabei ist, der uns dann auf lange Sicht weiterhelfen kann. Ich weiß generell noch nicht so ganz genau, wie lange dieser Safe gehen wird, also wie viele Saisons wir hier tatsächlich machen werden. Ich denke, die erste und die zweite Saison werden wir wohl machen und dann schauen wir mal weiter. Hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie viel ihr Bock auf diesen Safe habt, aber aktuell sieht das ja so aus, als hättet ihr sehr viel Spaß daran. Und nochmal danke für die ganzen Kommentare und so und für die Likes. Mir macht das aktuell sehr großen Spaß und ich hoffe, ich habe jetzt auch sehr großen Spaß an der Auslosung des DFB-Pokals. Die Bayern sind draußen, das sehe ich ja jetzt erst. Die Bayern sind nicht mehr mit dabei. Okay, Freiburg, Leverkusen, Elversberg, Augsburg, Hoffenheim, stimmt, Elversberg haben wir eben gesehen, Augsburg, Hoffenheim, Leipzig oder Nürnberg und Bochum. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich hoffe natürlich auf ein Heimspiel. Und da sind wir. Dimitar Berbatov zieht uns als erstes. So, jetzt bitte, komm, gönn Elversberg. Hoffenheim. Es ist Hoffenheim. Auch das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Das sieht gut aus. Also, Ziel ist natürlich hier, Pokale zu gewinnen mit dem BVB. Und der DFB-Pokal wird durchaus interessant. Freiburg gegen Leipzig dann wahrscheinlich. Wir haben Bochum gegen Augsburg. Leverkusen trifft auf Elversberg. Und damit haben wir die nächste Pokalrunde ausgelost. Ich glaube, wir haben in diesem Wettbewerb wirklich gute Chancen. Wäre natürlich schön, wenn wir dann erst im Finale auf Leipzig treffen würden. Aber wir haben jetzt schon mal die Chance, uns anzuschauen, wie gut RB Leipzig tatsächlich ist, ob wir die mit unserer aktuellen Taktik schlagen können oder eben nicht. So, Spiel gegen RB Leipzig. Wir schauen uns zunächst mal an, wie die Leipziger spielen und die haben ein wenig Probleme mit der Fitness tatsächlich. Luis Openda ist ein bisschen müde, ist natürlich ein ziemlich schneller Stürmer. Hier im FM mittlerweile auch ziemlich krass. Im letzten FM war ja noch ein bisschen zu schlecht. Zusammen mit Yusuf Paulsen. Ich freue mich, dass Paulsen spielt. Ist immer schön zu sehen. Xavi spielt. Okay, Dani Olmo. Ich glaube, wir werden Xavi und Dani Olmo pressen und hart tackeln. Die sind beide ein bisschen müde. Ich hoffe, wir gehen ihnen damit ordentlich auf die Nerven. Klostermann und Raum. Raum kriegt eine enge Manndeckung auf den Hals gejagt. Außerdem wird er auf den schwachen Fuß gezwungen. Und ich glaube, dass Klostermann ist nicht so gut am Ball. Das heißt, es könnte sich lohnen, ihn zu pressen. Dribbling 11, Ballannahme 12. Entscheidung auch, ja gut, 13. Was hat er Nervenstärke? 12. Also den sollten wir definitiv pressen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn ich zumindest mal hier in die Einstellung gehe, dann presse ich ganz gerne Spieler mit einer geringen Nervenstärke, weil die sich dann eben davon im Zweifel ganz gerne mal verrückt machen lassen und dann Fehlpass spielen oder den Ball sogar verlieren, wenn man Glück hat. Kevin Kampel zusammen mit Xaver Schlager auf der 6. Ich glaube, da machen wir mal nichts. Jetzt müssen wir mal erstmal unsere Mannschaft aufstellen, bevor wir hier irgendwas weiteres machen. Innenverteidigung Schlotterbeck, Hummels finde ich, glaube ich, ganz gut. Wobei Hummels auf der rechten Seite, auf der linken Seite haben wir hier Luis Openda. Ich glaube, wir sollten da vielleicht lieber mit Niklas Süle gehen, da ein bisschen schneller ist und im Zweifel auch im Laufduell mithalten kann mit 16 Tempo. Ich glaube, das sollten wir mal so machen. Benzebaini, Riasson ist, glaube ich, gut. Emre Can, Karasor machen wir mal anders. Wir lassen hier, wo ist er? Marcel Sabitzer spielen, den Ex-Leipziger, der die vielleicht noch kennt. Raumdeuter möchte ich gerne mit Marco Reus gehen. Möchte mit Julian Brandt, nee, ich möchte gerne mit Karim Adeyemi auf links spielen, der das immer sehr, sehr, sehr gut macht. Und im Sturm Malen Haller, finde ich, glaube ich, ganz gut. Haller als hängende Spitze, der auch mal einen Ball festmachen kann mit seinem guten Körper, gute Kraft und so. Und daneben dann Daniel Malen. Ich glaube, genauso könnten wir es machen gegen Leipzig. Standards stelle ich jetzt nicht nochmal ein. Wir nehmen nochmal Felix Metscher mit. Wir nehmen Beste mit. Ach nee, warte mal. Geht so gar nicht. Wir machen es mal so. Metscher kommt mit. Beste kommt mit für Thomas Meunier. Duranville kommt ebenfalls mit. Ich frage mich nur für wen. Duranville muss dieses Mal zu Hause bleiben. Genauso wie Beino Gittens, der ebenfalls noch nicht hundertprozentig fit ist. Ich glaube, Beino Gittens lasse ich mal für die zweite Mannschaft spielen, bis er kommt. Verfügbar für Dortmund 2 für 45 Minuten. Dass der Junge sich da ja wieder an den Kader herankämpft. Außerdem hier der Papadopoulos. Der kann meinetwegen auch sehr gerne für die zweite spielen. Das ist völlig in Ordnung. Dass die Jungs hier dann eben, wenn sie spielen sollen, dass sie dann auch spielfit sind. Matteo Morey kommt. Da machen wir einfach mal das Gleiche. Verfügbar für Dortmund 2 für 90 Minuten. Und damit sind wir bereit fürs Spiel. Gehen rein und hauen jetzt hoffentlich Leipzig weg. Denn ihr habt die Tabelle noch im Hinterkopf. Wir sind im Moment 4 Punkte hinter Leipzig. Haben noch ein Spiel weniger als die. Ein Sieg hier wäre es verdammt wichtig. Wäre wirklich verdammt wichtig. Eins der wichtigsten Spiele dieser Saison. Liefert eine echte Show ab. Wir spielen zu Hause und wir gehen rein. Wir starten direkt mal nach 52 Sekunden mit Marcel Sabitzer, Sebastian Haller. Links geht Adeyemi, Karim Adeyemi ist durch. Adeyemi mit links an dem Pfosten. Blaswig wäre dann nicht mehr rangekommen. Große Chance, Karim Adeyemi leider nicht das 1:0.
Und wir sind hier weiterhin die bessere Mannschaft, haben jetzt einen Freistoß über Marco Reus, der das natürlich gut kann. Reus rechts an der Mauer vorbei. Oder drüber. Aluminium. Schon zum zweiten Mal Alu, ey. Das, oh Mann. Drei Schüsse, null aufs Tor, zweimal davon Aluminium getroffen. Nächster Standard, dieses Mal eine Ecke und natürlich macht sie wieder Marco Reus. Am zweiten Pfosten stehen sie. Niklas Süle mit dem Kopf, Schlotterbeck legt nochmal ab. Adeyemi, Riasson, Latte, das gibt's doch nicht. Dreimal Pfosten, Latte. Wieder Freistoß, Benze Baini. Halbe Stunde ist durch. Emre Can. Benze Baini. Mit rechts. Und jetzt ist er drin. Jetzt ist das Ding drin. Es ist ein Eigentor von David Raum. Und es ist so verdient. Es ist so verdient, dass wir hier jetzt führen. Ich hab schon gedacht, das geht jetzt hier in eine ganz komische Richtung. Dreimal auf Aluminium, normalerweise rechts ist sowas. Benze Baini hätte hier natürlich gottlos viel Platz. Schießt dann David Raum an, der den Ball da irgendwie ins Tor lenkt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber wir führen nach einer halben Stunde hochverdient mit 1-0. Xaver Schlager. Morias von dazwischen. Schlager. Sabitzer spielt den Ball raus. Das ist Karim Adeyemi. Marco Reus. Reus über rechts. Reus, malen. Oh nein. Mach ihn doch, Junge. Mach ihn doch, Daniel. Raum. Dani Olmo. Sehr gut. Schlotterbeck ist dazwischen. Sebastian Haller. Haller mit links. Oh. Jungs, belohnt euch doch, Mann. Was ist denn das? Das ist hier 1-0 steht nur. Das ist fast schon kriminell. Wir machen das so gut. Ja, also diese Taktik funktioniert so unglaublich gut. Es macht einfach nur Spaß, da zuzugucken. Wir müssen vom Tor besser werden. Bringt die Pille wenigstens auf den Kasten. Ja, genau das. Kommt zweite Halbzeit. Wenn es nicht besser wird, dann müssen wir irgendwann vielleicht Füllkrug bringen oder so. Wir brauchen da vorne jemanden, der die Dinger auch mal macht. Benze Baini, Can wieder Benze Baini. Karim Adeyemi, Emre Can kann Weitschüsse. Knapp drüber. Das ist schon echt heavy, ey. Und auch hier wieder, das Positionsspiel sieht super aus. Adeyemi hält links die Breite. Reus, den wir bisher noch relativ wenig gesehen haben, bleibt auf rechts. Ja, ich finde es interessant, dass Emre Can im Schnitt höher steht als Marcel Sabitzer, der ja eigentlich eine tiefe 6 spielen soll, also sich in die Verteidigung fallen lassen soll. Das finde ich spannend. Normalerweise müsste es ja andersrum sein. Keine Ahnung, woran das liegt. Und wenn wir uns mal den Gegner anschauen, da sieht man einfach, dass wir über die Außen ja so viele Möglichkeiten haben müssten. Vielleicht mache ich es, ja, wobei eigentlich ist es Quatsch, jetzt was zu ändern. Aber ich werde mal sagen, dass wir die Flügel noch stärker fokussieren sollten, weil da halt am meisten geht. Guck mal, Raum und Klostermann spielen sogar inverse Flügelverteidiger und inverse Außenverteidiger. Das heißt, die haben keine Außen. Die spielen komplett ohne Außen. Was ist das denn für eine Taktik von Marco Rose? Bevor ich mich jetzt aber hier über die Taktik von Marco Rose lustig mache, müssen wir am besten nochmal das 2-0 machen, weil sonst, ja, wie gesagt, sonst rächt sich das und dafür bringen wir dann tatsächlich nochmal Niklas Füllkrug rein. Ich möchte mal Julian Brandt bringen, rechts außen. Marco Reus fing nämlich schon an, besorgt zu sein. Adeyemi ist ebenfalls ein bisschen platt. Bringen wir mal Reyna rein. Ich glaube, dabei belassen wir es erstmal. Lassen nochmal 10 Minuten spielen und gucken dann nochmal, wen wir noch rausnehmen. Riasson zum Beispiel ist ein bisschen müde. Sabitzer könnten wir irgendwann runternehmen. Aber von Leipzig kommt weiterhin nichts. 10 Minuten noch zu spielen. Forsberg und Carvalho komplett am Ende. Schlager ist müde. 2,0 XG. Wir führen weiterhin nur 1-0. Ich nehme Nemal nämlich nicht raus. Ich nehme tatsächlich Sabitzer runter. Ich bringe Salih Öcalan, der nochmal ein bisschen mehr, ja, der gegen den Ball stark ist. Und Marius Wolf über rechts. Ein bisschen Tempo, ein bisschen frisch über außen. Und jetzt haben wir nochmal eine Chance vielleicht über Marcel Sabitzer, der den Ball über rechts trägt. Gut gespielt. Brandt ist da. Bleibt leider hängen. Zweiter Ball ist bei Leipzig. Und da sind wir wieder am Ball. Niklas Süle, Benze Baini. Oh, versucht ihn durchzustecken, kriegt ihn leider nicht durch. Letzte Minuten laufen. Von Leipzig kommt hier weiterhin nichts. Özcan, Schlotterbeck. Ja, spielt ihn zurück auf Gregor Kobel. Habe ich ihn eigentlich als Mitspieler in Torwart eingestellt? Ja, okay, gut. Wolf, Brandt, Özcan. Ja, das wäre abseits gewesen. Schlager, Paulsen. Oh, jetzt sind sie hier vorne mit ein paar Leuten. Langer Ball. Genauso müssen sie es eigentlich versuchen. Aber die langen Bälle müssen dann eben auch ein bisschen genauer kommen. So wird es dann tatsächlich eher schwierig. Schlotterbeck, Özcan. Kobel, lang raus. Lenz ist da, nimmt den Ball an. Und zurück auf Blaswig. Orban. Langes Highlight hier.
Baumgartner. Brandt. Guter Ball. Paulsen ist durch. Und trifft. Es kann nicht sein. Ohne Scheiß, es war so klar, dass das hier passiert. Es zählt nicht. Oh mein Gott, ey. Das Tor zählt nicht. Ich gehe jetzt auf Zeitspiel, ist mir völlig egal. Zeitspiel rein, Formation halten, Spiel verzögern. Wir werden schön geringes Tempo spielen. Und jetzt dieses Spiel bitte nach Hause bringen. 5 Minuten Nachspielzeit, oder dass wir hier noch zittern müssen. Und das Spiel ist durch. Ey, 1:0 gegen Leipzig. Alter Falter, ey. Guckt euch mal das hier an. Wir haben so viele Chancen gehabt. Wir müssen eigentlich 3:0 führen. Ich habe eben noch darüber geredet, wie geil unsere Chancenverwertung ist. Und jetzt passiert das hier. Perfektes Timing. Mann. Ich sag den Jungs mal, dass sie nicht selbstgefällig werden sollen, weil wir über die Medien jetzt doch aktuell sehr viel Lob bekommen. Und da wäre es doch ganz gut, wenn wir uns nicht selbst überschätzen. Wir bleiben an Leipzig dran. Wir haben ein Spiel weniger. Das heißt, falls wir das noch fehlende Spiel gewinnen sollten, dann würden wir an Leipzig vorbeiziehen und Erster werden in der Liga. Was natürlich unser Ziel ist. Wir wollen Meister werden. Beziehungsweise das Ziel des Vorstands ist ja, um die Meisterschaft mitzuspielen. Aber unser Ziel ist natürlich klar die Meisterschaft. Und ja, ich zeige euch gleich nochmal, wie dieser Spieltag generell ausgegangen ist. Wie die Bayern gespielt haben. Wie Leverkusen gespielt hat, was natürlich auch interessant ist. Also, der Spieltag ist durch. Leverkusen hat nicht gewonnen, was schon mal gut ist. Damit sind wir 5 Punkte vor denen. Bayern-Leipzig, beide ein Spiel mehr als wir, haben beide scheinbar gewonnen. Da müssen wir in Spielergebnisse. Warte mal, ein Spiel fehlt noch. Mainz-Heidenheim? Nee, das ist dann schon 15. Dezember. Das ist der nächste Spieltag. Heidenheim 1:1 gegen Darmstadt im Duell der Aufsteiger. Beide aber aktuell nicht auf dem Abstiegsplatz. Ja, Köln 2:3. Mainz, ich hatte das Gefühl, Mainz ist in diesem FM wirklich ziemlich gut. Also, die haben auch eine Menge wirklich starker Spieler mit dem Kader. Zumindest was den FM angeht. Geht viele Spieler, die gute Attribute haben. So ein Barrero hier zum Beispiel. Absolutes Monster. Oder auch ein Jonathan Burkhardt. Ja, wobei Burkhardt nicht. Auch ein Tom Kraus zum Beispiel. Also viele dieser Mittelfeldspieler, die. Das ist wahrscheinlich so ein kleines Problem auch, dass die jetzt in der Realität haben, dass sie eben viele dieser Mittelfeldspieler haben, die absolute Spielzerstörer sind. Alle Aggressivität, Einsatz vor dem Mut, Teamwork, so diese, ja, Bo Svensson-Attribute, sag ich mal. Barrero, Kraus, Dominic Kohr. Das sind alles diese Jungs. Ja, da fehlt vielleicht so ein bisschen die spielerische Schönheit. Das Joga Bonito. Aber dafür steht Bo Svensson aktuell, glaube ich, auch nicht unbedingt. Naja, das sind eben die Ergebnisse des Spieltags. Die Bayern gewinnen durch ein Tor von Thomas Müller mit 1:0 glanzlos bei der Eintracht. Und Wolfsburg schlägt Freiburg. So, da sind wir auch schon angekommen am letzten Spieltag der Champions League-Gruppe. Wisst ihr was? Wir gehen einfach nochmal ein bisschen durch, gucken, was sonst so in den Gruppen passiert ist. Arsenal, Sevilla, Milan kann hier noch weiterkommen, so wie es aussieht. Die müssen halt gegen Union Berlin gewinnen, dann verdrängen sie Sevilla noch. Union, so ein bisschen wie in der Realität, keine Chance. Paris und Porto kommen hier weiter. Servette, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Also die holen 6 Punkte vorbei an Dynamo Zagreb, spielen dann eben Europa League. Unsere Gruppe kennt ihr ja. Wir haben hier jetzt gegen Manchester City ein bedeutungsloses Spiel, in dem wir dann nur noch unsere Taktik testen werden. Neapel und Real sind weiter. Neapel tatsächlich vor Real, was interessant ist. Marseille ist schon durch und die Bayern sind raus. Die Bayern sind raus. Ich weiß nicht, gegen wen die jetzt ihr letztes Spiel haben. Die haben ihr letztes Spiel gegen Marseille und haben keine Chance mehr weiterzukommen. Egal, was in diesem Spiel passiert zwischen Lazio und United, die Bayern sind draußen. Die können maximal noch in die Europa League kommen. Eieiei. Wir halten hier die deutsche Fahne. Also hoch. Inter, das ist eine spannende Gruppe. Barca, Newcastle, Inter. Nee, wobei, das hier ist eine spannende Gruppe, wollte ich gerade sagen. Aber Inter und Newcastle sind schon durch, weil Barca und Srivena Zvezda, also Roda Stempel, gerade schon gegeneinander gespielt haben. Leipzig ist durch und Feyenoord ist durch. Guck mal, Feyenoord und Atletico qualifizieren sich, was durchaus interessant ist. Komm, wir gehen mal ins Spiel rein. Wir stellen direkt mal auf unsere Taktik um. Ich möchte mit der Doppelspitze aus Aller und Adeyemi ganz gerne spielen. Ein Big Man, Small Man im Grunde, Klassiker. Links außen will ich einen schnellen Spieler haben. Da werden wir dann mal auf Duranville gehen. Emre Can, Sabitzer ist, glaube ich, okay. Machen wir mal so. Reus auf rechts. Wobei auch da möchte ich eigentlich lieber jemanden haben, der ein bisschen mehr... Ja, komm, wir machen es mal mit Julian Brandt. Riasson ist okay. In der Defensive... Boah, wir haben halt echt Probleme, was die Fitness angeht, ne? Also Beste kommt mal rein. Wolf spielt. Schlotterbeck bekommt eine Pause. Und auch Emre Can geht raus und dafür kommt Atakan Karasor rein. Und damit ist das die Mannschaft, mit der wir dann jetzt reingehen werden in das Spiel auswärts bei Manchester City. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Werden wir es aber relativ schnell machen, also damit das Video hier keine 50 Minuten lang geht. Das muss ja auch nicht sein. Let's go. Alright, und auch hier schauen wir uns zunächst mal die Mannschaft von City an, die mit Rafinha spielen auf rechts außen. Haaland natürlich im Sturm und sonst sehe ich hier erstmal keine Überraschung. Unser Team, das habt ihr eben schon gesehen, 4-4-2 und Abfahrt. Oh, Aller dazwischen, das macht er gut, Adeyemi. Adeyemi geht vorbei. Adeyemi! Wie geil war das denn von Karim Adeyemi?
Alter Falter, lässt da Ruben Dias da stehen, ne? Holy shit. Richtig gut von Haller, schnappt sich da den Ball von Rodrigo, der nicht aufpasst. Adeyemi dann mit einer kurzen Körpertäuschung, zack, ist er vorbei an Ruben Dias. Ich wünsche mir ja so sehr, dass sie Skill-Moves und sowas implementieren in den FM, dass man da jetzt auch so einen kleinen Übersteiger gesehen hätte oder sowas. Wie geil wäre das denn? Ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann mit der Unity-Engine mit dazu kommt. Aber das sah richtig gut aus. Im Pressing den Ball gewonnen und dann das Tor gemacht. Ungefähr das wünscht sich der Trainer. Geil. Okobi jetzt hier im Dribbling gegen Haaland. Oh weia. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Einfach genial gemacht von Haaland, steht da unten. Also ich weiß nicht, ob Gregor Kobel, also ob das sein musste. Ich würde jetzt einfach mal auf Nein tippen. Oh, alter Falter, ey. Ja, den macht Haaland dann natürlich rein. Junge, Junge, Junge. Eckball City. De Bruyne kriegt den Ball nochmal zurück. Flanke kommt, Haaland, zweiter Pfosten. Oh, ich dachte, der senkt sich hinten ins Tor. Optische Täuschung. Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Rodrigo. Es machen sie natürlich das, was sie richtig gut können. Das ist, sich den Gegner zurechtzulegen. Also man könnte argumentieren, dass diese Herangehensweise gegen eine Mannschaft wie Manchester City nicht unbedingt die beste ist. Weil, ja, es passiert eben genau das. Die haben viel den Ball. Und wenn sie den Ball haben, dann können sie kreieren. Und das können sie eben besonders gut. Wenn du tief gegen die stehst und die machen lässt, dann finden sie irgendwann die Lücke. Auch wenn das jetzt hier abseits war. Aber es kann Sinn machen, zu versuchen, hier mitzuspielen. Ich möchte aber ganz gerne diese Taktik mal testen und deswegen machen wir es hier in diesem Spiel so. City ist jetzt hier die deutlich bessere Mannschaft, haben 64% Ballbesitz. Das ist natürlich auch für unsere Mannschaft jetzt relativ schwierig, sich daran zu gewöhnen, weil es ja quasi ein 180-Grad-Wende ja zu dem ist, was wir in der Liga gemacht haben und in den ganzen letzten Spielen. Nämlich zu versuchen, viel Ballbesitz zu haben, uns den Gegner zurechtzulegen. Und jetzt ist Carazor dazwischen. Achtung, Carazor. Macht er gut im Dribbling. Wir bleiben am Ball. Duranville. Carazor. Zurück auf Mats Hummels. Sabitzer, Wolf. Ja, rechts sind wir natürlich weiterhin in der Überzahl. Wolf, Süle. Und im Ballbesitz wollen wir dann natürlich dann wieder etwas kreieren, auch wenn wir ein bisschen vertikaler spielen wollen. Aber das heißt ja nicht, dass wir keinen Fußball spielen wollen. Duran will. Jetzt ein Steckpass. Oh, was für ein Ball. Adeyemi. Oh mein Gott. Schade. Geiler Ball von Duranville da ins Zentrum. Und wir sind hier wieder nicht komplett unterlegen. Ne? Also wir haben mehr XG tatsächlich als City. Und das einzige Tor, was City geschossen hat, war eben dieser Riesenfehler von Gregor Kobel. Ich kann nicht wirklich was sagen. Ich fand das gut hier in der ersten Halbzeit. Beistoß, Kevin De Bruyne, Akanji. Akanji. Und 2-1. Schade. Schade, schade. Dann gibt es einen Standard. Und City führt. Interessant gemacht, da kann ich hier gegen Carazor, der da wirklich nicht gut aussieht. Und im Zentrum ist es dann eben, wer ist es? Ich weiß es nicht. Sebastian Haller, der dagegen gegen Haaland verteidigen muss. Schade. Jetzt bauen wir das Spiel nochmal auf. Versuchen es nochmal über Marcel Sabitzer und Sebastian Haller. Links raus auf Duranville, der ganz alleine gegen 4 Sky Blues ist, das aber richtig stark macht. Flanke kommt, Adeyemi, der angeschlagen ist. Sabitzer, Sabitzer! 2:2. 59. Minute und Marcel Sabitzer trifft. Diese Mannschaft ist einfach gut. Die sind einfach gut. Guck mal hier, Duranville, der ist 17 Jahre jung, ey. Macht das richtig stark. Sabitzer holt sich mal, setzt sich da gut gegen De Bruyne durch und knallt das Ding einfach in die Ecke. So, Adeyemi ist müde und Alaire ist auch müde. Ich nehme die beiden noch einfach mal raus. Bringen Daniel Mahlen und Niklas Füllkrug, eigentlich ein ziemlich guter direkter Ersatz, und machen einfach genauso weiter. Einwurf Wolf, Sabitzer. Jetzt bitte nicht den Ball verlieren. Also im Spielaufbau muss man auch sagen, geht sehr viel über Mats Hummels. Der hat da sehr oft den Ball. Was auch realistisch ist. Das ist in der Realität ja ähnlich. Der geht auch gerne mal ein paar Meter mit dem Ball und sucht nach dem richtigen Pass. Langer Ball von Kobel jetzt. Auf Mahlen. Da holt ihn nicht. Füllkrug ist aber da für den zweiten Ball. Julian Brandt. Wolf, Sabitzer. Füllkrug. Wir bleiben bissig. Das sieht richtig gut aus. Malen ist durch. Malen! Abseits. Ecke. Ecke wird wieder geschlagen von Beste.
Ball fliegt rein. Ederson ist da. 70 Minuten durch jetzt. Ich glaube, Sabitzer können wir gleich mal rausnehmen. Wolf, 6,3, macht kein so gutes Spiel. Flanke ist nicht schlecht. Nach der Ecke. Hier wieder Wolf und Beste, beide mit einer gelben Karte. Über die Außen können wir uns wohl nur mit einem Foul helfen. Beste. Große Chance. Den kann er machen. Jetzt wechseln wir mal ein bisschen durch. Ich bringe mal Saliocan rein. Ich bringe Riasson rein über rechts. Süle müssen wir, glaube ich, eigentlich auch mal runternehmen. Dann haben wir unsere 5 Wechsel auch gemacht. Und weiter geht's. 80 Minuten sind jetzt durch. Also wenn wir hier 2-2 bei City spielen, dann nehmen wir das aber sowas von mit. Wäre um einiges besser, als ich das erwartet hätte. Langer Ball von Beste kommt leider nicht an. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir hier gegen City verlieren und eventuell auch hoch. Erstes Spiel mit einer neuen Taktik ist nicht immer das beste Spiel mit einer Taktik. Muss man sozusagen. Matthäus Nunez jetzt. Duranville ist gut dazwischen. Junge, Duranville, der. Ah, knapp drüber. Duranville, der haut sich defensiv rein, spielt offensiv geile Bälle. Ich glaube, an dem Jungen werden wir die nächsten Jahre noch sehr viel Spaß haben. Grealish links raus. Grealish, Schlotterbeck klärt. Jetzt will City hier doch nochmal das 3-2 machen. Rafinha darf da nicht rankommen. Aber er kommt ran. Das war nicht gut von Beste da hinten. Und jetzt gehen wir dann doch nochmal auf unsere ursprüngliche Taktik. Jetzt sind es ja nur noch 7 Minuten und wir wollen nicht ein Tor schießen. Da werden wir dann natürlich nochmal ein bisschen offensiver werden. Geduldig spielen nehmen wir raus. Wir versuchen mal die Verteidigung auszudribbeln. Gegenpressing Konter ist gut. Schnell fortsetzen. Kurz abspielen lassen wir. Wir versuchen hoch zu pressen. Jetzt hier irgendwie noch den Ausgleich zu machen. Freiwillig verlieren muss ja auch nicht sein. 5 Minuten noch zu spielen. Am Ende des Tages ist es auch verdient, wenn wir das Spiel gewinnen. 6 Minuten Nachspielzeit sind schon halb rum. Nochmal eine Ecke für City. Rafinha bringt ihn rein. Vielleicht können wir kontern. Können wir nicht. 2-4. Haaland trifft nochmal. City entscheidet das Spiel. Aber, also, ich fand's cool. Ich fand's gut. Auch wenn es jetzt hier am Ende ein 2-4 ist, wir haben mitgehalten, auch auswärts bei Manchester City. Und das ist ein richtig, richtig gutes Zeichen. Ja, Niklas Beste ist vielleicht für die Rolle, in der ich ihn habe spielen lassen. Ich sag mal, ich bin stolz auf euren Einsatz, weil es auch richtig so ist. Beste ist vielleicht auf der Rolle, in der wir ihn eingesetzt haben, nicht unbedingt der Beste. Ist ja ein inverser Außenverteidiger als auf Verteidigen. Das heißt, der Junge ist da quasi der dritte Innenverteidiger. Also im Nachhinein war es ein Fehler, ihn da aufzustellen. Eigentlich auch ein relativ offensichtlicher Fehler. Ich hätte da tatsächlich lieber mit Benze Baini spielen sollen, weil der eben zum einen auch Innenverteidiger spielen kann, zum anderen die viel bessere Physis hat als Beste. Das war ein Fehler. Muss ich mir vielleicht selbst ankreiden, dass ich das falsch gemacht habe. Insofern keinen Vorwurf an Beste, dass er da ein schlechtes Spiel abgeliefert hat. Hier sehen wir jetzt nochmal die Durchschnittsposition unserer Spieler mit Ball. Mich wundert ein bisschen, dass Beste so breit steht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, der lässt sich dann doch ein bisschen mehr hier mit reinfallen und bildet eine offensichtlichere Dreierreihe. Naja, aber im Spiel fand ich, sah es doch schon ziemlich genau so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. In der nächsten Folge werden wir uns dann anschauen, gegen wen wir im Champions League 8 Finale spielen. In der nächsten Folge werden wir außerdem ein paar Transfers machen. Wir werden durch die Transferphase gehen, das Spiel gegen Darmstadt machen und dann schauen, ob wir ja in der Rückrunde unsere exzellente Form der Hinrunde irgendwie halten können und vielleicht sogar in der Champions League weiterkommen können als gedacht. Klickt hier auf die nächste Folge, wenn sie schon da ist. Bis zum nächsten Mal.